So, was? Ja, ich habe jetzt für meine Gartenbahnloks ein Regal gebaut. Das habe ich hier in meinem neuen Bastelraum aufgestellt. Wie man sehen kann, passt da jetzt so gut wie alles rein, was ich habe. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran, mal ein bisschen besser gucken. Also, man sieht, stehen jetzt hier meine ganzen Dieselloks drin. Die hatte ich ja vorher im Wohnzimmer und teilweise im Keller stehen. Na, jetzt kann man das Ganze alles schön in einem Regal platzieren. Hat das alles ein bisschen besser im Überblick. Ja, gefällt mir das schon mal ganz gut. Haben wir so einen Gesamtüberblick. Dann gehen wir da mal ein bisschen näher ran. So, da unten sehen wir meine Reinigungslok. Nach Rist und U25, dann RGB, dann die Shader drüber, ist die 45, hier ist die 70, ach ist die 45, Entschuldigung, ist die 40, ist die 40, der Stuhl natürlich, dann hier die ist die 70, da die ist die 45, dann die GP 40, da oben sind meine FH1 von der Aristokraft. Da drüben haben wir weitere FH1, dann da USA Drains, das ist eine GP38, dann da nochmal eine Aristokraft, SD45, USA Drains SD40, noch eine SD40 und dann haben wir hier unten noch die Klimax, nochmal eine P42 von LGB. Und ganz da unten von der Christo ist Aristocraft nochmal ein Doodlebug. Ja, ihr seht, alles schön zusammen in einem Regal. Hat man alles im perfekten Zugriff. Und wenn die Gartenbahnsaison wieder losgeht, kann man sich die Loks hier schön wegnehmen und dann rein gleich aus den Garten transportieren. Muss ich die nicht immer aus dem Keller hochholen. Ja, was gibt es hier im H0-Bereich Neues? Die Ludmilla kennt ihr ja schon. Da musste ich leider, das habe ich später auch festgestellt, die Radsätze tauschen, weil die Radsätze, die original drin waren, die hatten einen so hohen Spurkranz, dass die über mein Roccoline-Gleis nicht gelaufen sind. Die hat aufgesetzt und hat gerattert. Ja, jetzt habe ich geguckt, was mache ich da. Da habe ich noch zwei alte Drehgestelle von der Essam gefunden. Die waren leider mit Kunststoffradsätzen ausgestattet. Die habe ich da rausgemacht und die haben ja perfekt hier reingepasst bei der Ludmilla, sprich in das Brava-Drehgestell. Ja, die habe ich da jetzt erstmal reingesetzt. Ist jetzt zwar, wie gesagt, sind das Kunststoffachsen, aber ist nicht ganz so schlimm. Ja, die ist so schwer, die Lok, dass die prima läuft. Kann ich jetzt an die Rail Adventure ankoppeln, wie ich das ja schon mal gesagt hatte, dass die ein bisschen was zu ziehen hat. Dann ist jetzt die Tage noch gekommen. Von Ruco, der ICE-Triebkopf. Da habe ich eine Kupplung dran gemacht, sodass ich den auch wunderbar an die Rail Adventure dranhängen kann. Und habe da jetzt nochmal eine zweite Dummy-Lok, die halt, wie gesagt, mit der Rail Adventure gezogen werden kann. Damit ich da ab und zu mal wechseln kann und nicht immer nur die Ludmilla hinten dranhängen muss. Ja, weiterhin ist geplant, noch diverse, das heißt diverse 1, 2 Dampfloks zu besorgen, die keinen Motor haben, die ich dann ebenfalls als Überführungsfahrt an die Rail Adventure hinten dranhängen kann, damit man da auch ein bisschen abwechslungsreichen Fahrbetrieb machen kann. Ja, weiterhin ist die Tage noch diese Karto gekommen. Das ist eine SD38 von der Elgin Joliet & Eastern Bahngesellschaft, von der Serie habe ich schon zwei Loks von Kato, die allerdings mit der Nummer 669 und 668. Und jetzt habe ich hier die 665 noch gefunden. Konnte ich nicht widerstehen, weil ich die total klasse finde. Diese Loks von der Farbgebung her auch sind die super. Und die ist sogar schon mit dem Tikona ausgestattet. Ist allerdings einer von NCE,
Den werde ich dann sehr wahrscheinlich demnächst austauschen und mache da einen Isolog-Pilot rein, weil meine beiden anderen schon mit Sound ausgestattet sind und dieser dann als dritter wahrscheinlich im zusätzlichen Verband mitfahren wird. Und da braucht die keinen Sound. Eventuell mache ich vorne noch Ditchlights dran, das weiß ich noch nicht so genau, bin ich noch mal überlegen. Aber wenn ich an der arbeite, dann mache ich da mir ein kleines Video von und dann zeige ich euch das. Ja, das wäre es dann jetzt insgesamt gewesen. Ich wünsche euch was, bis dann und tschüss.